Natürlich leben auch auf Mallorca nicht alle Menschen auf der Sonnenseite, wie die Reichen und Schönen, die sich hier auf Mallorca niedergelassen. Alfonso kam aus Katalonien vor 30 Jahren auf Mallorca. Er hatte ein Zimmermanngeschäft und durch eine Krankheit hat es ihn zurückgeschlagen. Heute spielt er sehr gerne sein Instrument, das er auch während seiner beruflichen Laufbahn immer im Griff hatte. Er spielt auf einer stark frequentierten Straße und kämpft so um sein Überleben, um auf Mallorca bleiben zu können. Auch Marek sucht sein Glück auf der Insel, auf Mallorca. Er kommt aus Kroatien und er ist Kellner in einem guten Hotel in der Nähe von Palma. Jetzt sind Saisonferien und er übt sich mit Sprüngen, mit gewagten Sprüngen vor der Kamera. Es ist sein Hobby, er hat einen kleinen YouTube-Kanal und da stellt er seine speziellen Sprünge ab, damit sie geklickt werden. Verdienen will er nichts damit, aber die Freizeit ist damit ausgefüllt. Ich habe ihm lange zugeschaut. Es hat mir gefallen und die Energie, die er aufbringt, sein eigenes Ich herauszufordern, ich meine, es ist ihm gelungen.